Auswirkungen der allgegenwärtigen Corona-Pandemie haben uns ja in diesem Jahr sämtlicher Möglichkeiten beraubt, uns angemessen von dir zu verabschieden. Alle Konzerte, alle Termine, die dazu geplant waren, mussten ja leider abgesagt werden. Und so möchten wir diesen Videogruß nutzen, um uns für die letzten 10 Jahre unserer Zusammenarbeit zu bedanken. Und 10 Jahre, das ist eine lange Zeit, wenn man das mal Revue passieren lässt. Es ist doch erstaunlich, wie viel sich inzwischen geändert hat. Und Gunther, du kannst da sicher mehr dazu sagen. Wie war das denn, als Thomas zum Orchester kam? Ich war damals ja noch gar nicht Mitglied. Ja, wir waren alle ganz erwartungsvoll, wer da wohl kommen würde. Von den Berliner Philharmonikern, einen Trompeter, der unser Konzert im Brettschneiderpark dirigieren soll. Und es ist ein ganz wunderbares Konzert gewesen, kann ich mich erinnern. Im August war das, es war sehr warm, es ist ein Familienkonzert gewesen und wir haben danach noch zusammengestanden. Und sofort gab es einen zündenden Funken zwischen Orchester und dir. Und wir haben noch bei einem Bierchen zusammengestanden und haben sofort ein sehr gutes Gefühl gehabt. Und das Orchester hat sich dann auch in einem schnellen Zeitraum dafür entschieden, dass Thomas Chef werden soll. Es gab viele Stimmen, die gezweifelt haben, ob jemand von Berliner Philharmonikern überhaupt bereit wäre, zu uns zu kommen. Und da hat es eigentlich ziemlich schnell geklappt, was uns sehr gefreut hat. Und man muss dazu sagen, wir waren ja noch nicht mal Sächsische Bläserphilharmonie, wir waren ja Rundfunkblasorchester Leipzig und haben im Schützenhof geprobt. Was muss das für einen Eindruck auf dich gemacht haben? Dein erstes Konzert als Chefdirigent war in Innsbruck, in der Hofburg, auch ein richtig schönes Konzert gewesen und war schon richtungsweisend für das, was dann auf uns noch zukommen sollte. Denn 2011 ist für uns durchaus ein Jahr gewesen, wo es sehr viele Veränderungen gegeben hat. Da war zum einen die Hauseröffnung unserer Bläserakademie, die Namensänderung, dann gab es für uns den neuen Kontakt zu Genuin mit dem Holger Busse als Aufnahmeleiter, der so viele schöne CDs mit uns einspielen sollte. Und nicht zuletzt auch schon richtungsweisend eine kleine Besetzung, die nach Venezuela geflogen ist und dort ganz wunderbare Dinge erlebt hat. Aber es sollte nicht bei einer Reise bleiben nach Venezuela? Nein, das war nur der Auftakt, um im darauffolgenden Jahr mit dem ganzen Orchester zu fliegen. Was für unsere Kollegen ein völlig neues Fenster gewesen ist, Musik zu erleben, da wir eigentlich sehr stolz hingeflogen sind, um den Kindern dort unsere Kultur zu bringen. Und wir haben dort ganz schnell gemerkt, was Musik eigentlich bewegen kann. Und ich denke, viele haben mehr mit nach Hause genommen, als hingebracht zu haben. Unvergessen ist auch Ende 2011 zu 2012 unsere Reise nach China, die eigentlich total verrückt begonnen hatte, weil wir am Abend vorher noch schnell Arrangements schreiben mussten, da wir nicht mit dem ganzen Orchester fliegen konnten. Und das zu erleben, in dieser großen Konzerthalle in Peking zu spielen, mit 14 Kollegen auf der Bühne, wo gefühlt 6000 Leute Standing Ovations geklatscht haben und diese Bedeutung sich hat spüren lassen, dass wir wirklich jemand sind aus Bad Lausick. Ja, das ist für uns so ein bisschen die Tür in eine ganz andere Welt gewesen. Aber gerade diese Konzertreisen waren schon was ganz Besonderes für uns. Da ist vor allen Dingen zu nennen unser Konzert im Klosterstift Melk zum Schagel-Festival. Das war 2014. Da durften wir mit namhaften Solisten zusammenspielen, wie Thomas Gansch, Gábor Tacöri, Zsoltán Kiss. Und nicht zuletzt James Morrison, der mit uns diese Fanfare gespielt hat zum Klosterstück Melk. Von diesem Konzert gibt es auch noch ein ganz herrliches YouTube-Video und diese Kontakte haben auch enorm geholfen, unser Renommee in der Bläserwelt zu steigern. Und letztendlich das zu erleben, was wir auch so viele Jahre vermisst haben, dass man so sehr gewertschätzt wird. Also wir sind nicht irgendein Orchester gewesen, was dort mal für die Solisten da war, sondern wir haben uns wirklich integriert gefühlt. Wir haben, wie du schon sagtest, einen wunderbaren Kontakt aufbauen können zu diesen tollen Solisten. Und wiederum zum Jahreswechsel
haben wir dann unsere große Tournee nach China gemacht. Zuerst hoch in den Norden, an die Grenze zu Nordkorea. Bei eisigen Temperaturen wohnten wir in einem Nobelhotel in einer Trabantenstadt, die ein riesiges Foyer hatte mit einem Springbrunnen, einem Wassergraben und auch diversen Erlebnissen zum Jahreswechsel, die unvergessen bleiben. Unsere schönste Reise und wirklich die allerschönste Reise meiner Meinung nach sollte 2015 folgen. Wir sind von James Morrison nach Australien eingeladen worden zum Queensland Music Festival. Insbesondere eine tolle Reise, weil wir gar nicht mehr so viel zu spielen hatten, aber zusammen mit einer Militärband zwei Konzerte mitbestritten hatten. Dieses Flair, diese Möglichkeit, wirklich auf die andere Seite des Globus zu reisen, zu spüren, dass wir auch dort sehr willkommen sind, hat uns wirklich sehr imponiert und ist für mich eine der schönsten Erinnerungen. Und wir durften uns, glaube ich, auch sehr geehrt fühlen, da als einziges europäisches Orchester zu diesem Festival eingeladen worden zu sein. Ja, mit tollen Begegnungen, auch Einladung zum Gouverneur und großen Empfang und solchen Sachen. Das war schon toll. Aber es waren ja nicht nur die Reisen, die wir gemacht haben. Ne? Dass man auch gerade 2015, wenn ich da an die Konzerte denke mit Solisten wie Daniel Beischmidt, Peter Bruns und nicht zuletzt dem Saxophonquartett Clair Obscur, mit dem wir übrigens eine tolle CD eingespielt haben. Das wollte ich gerade sagen. Es sind ja halt nicht nur Konzert und Reisen, sondern über die Jahre auch inzwischen 12 CDs, die wir zusammen mit dir, Thomas, und dem Label Genuin produziert haben. Und die dokumentieren einfach aufs Schönste die künstlerische Entwicklung und Zusammenarbeit, die wir mit dir genommen haben. Aber zurück zu 2015. Ich erinnere mich jetzt nicht nur an Konzerte und CD-Produktion, sondern auch an ein ganz besonderes Projekt. Das war der Notenschlüssel zur Integration. Als wir gerade zum ersten Höhepunkt der Flüchtlingswelle organisiert bekommen haben, dass wir in Delitzsch mit Asylbewerbern zusammen gespielt haben, ein Konzert gemacht haben, denen die Möglichkeit gegeben haben, mal Instrumente auszuprobieren und nicht zuletzt auch für eine Nachhaltigkeit gesorgt haben, durch den Kontakt zu Posaunenchören, es auch Asylbewerberkindern zu ermöglichen, Musikunterricht zu bekommen. Und diese verbindende Kraft der Musik lag dir, glaube ich, auch immer sehr am Herzen. Nicht zuletzt hast du, denke ich, auch für dieses Engagement auch dann das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. 2017 hat Frank-Walter Steinmeier hier bei uns im Haus auch ein Konzert miterleben dürfen und er hat sogar mitspielen dürfen und wir haben es geschafft, ihn so weit zu begeistern, dass er uns 2018 ins Schloss Bellevue eingeladen hat und wir haben dort auf seinem Sommerfest spielen dürfen. Ein ganz unvergessenes Erlebnis für uns. Zwei Tage rauschendes Fest. Ja, und nicht vergessen werde ich auch das ein oder andere Mal bei Konzerten, als du doch feuchte Augen bekommen hast und ja, diese emotionalen Momente dann auch aufs Orchester übergesprungen sind. Also unglaublich viele tolle Konzerte in meiner Erinnerung. Und ich hoffe, dass du auch bei deinen zukünftigen Tätigkeiten solche emotionalen Momente erleben wirst, erleben kannst und hoffentlich und sicherlich auch bald mal als Gastdirigent bei der Sächsischen Bläserphilharmonie. Lieber Thomas, du bist in einer Zeit des Wandels zu uns gekommen. Du hast die Tradition deiner Vorgänger aufgenommen, von Jochen Behner und Jan Kober, die angefangen haben, aus dem Blasorchester eine Philharmonie zu machen. Und du hast für uns mit Begeisterung gekämpft wie ein Löwe und versucht, alle Steine aus dem Weg zu räumen, die unseren Weg behindert haben. Wir sind dir unendlich dankbar dafür, für dein ganzes Engagement, deine ganze Kraft, deine Ausstrahlung, deine positive Energie und die vielen, vielen tollen Erlebnisse mit dir. Danke.